Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Zwei Tage vor Beginn seines Treffens mit Parteichef Gorbatschow in Moskau hat Präsident Reagan heute die Sowjetunion erneut zur Einhaltung der Menschenrechte aufgerufen. In der Finlandia-Halle in Helsinki, wo vor 13 Jahren die KSZE-Schlussakte unterzeichnet worden war, stellte er vier Hauptforderungen: Freilassung aller politischen Häftlinge, Ausreise- und Religionsfreiheit sowie Abbruch der Berliner Mauer. Zwar habe es im Ostblock bei den Menschenrechten Fortschritte gegeben, doch reichten sie nicht aus. Die Verbesserungen müssten in Gesetzen festgeschrieben und auch vor Gericht einklagbar sein. Die jüngsten Erklärungen Generalsekretär Gorbatschows zur Religionsfreiheit und der Rückzug aus Afghanistan, all das ist neu und gut. All this is new and good. But at the same time, there is another list. Aber es gibt auch eine Liste der Menschenrechte, die von der Sowjetunion unterschrieben wurde. 13 Jahre nach Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki ist es schwer zu verstehen, warum Fälle getrennter Familien und verhinderter Eheschließungen wieder auf der Tagesordnung zwischen Ost und West stehen. Ebenso, warum das Recht ausreisewilliger Sowjetbürger von willkürlichen Entscheidungen und Quoten abhängt. 13 Jahre nachdem der Finalakt wurde signed. It's difficult to understand why cases of divided families and blocked marriages should remain on the East-West agenda. Auch gibt es keinen Grund, warum nicht alle freikommen, die aus politischen oder religiösen Gründen im Gefängnis sitzen. Still in jail for expression of political or religious belief. Auch die sowjetische Seite geizt vor dem Gipfel nicht mit Vorwürfen an die Adresse der anderen Supermacht. Die Parteizeitung Pravda schrieb heute, die Amerikaner hätten eine einseitige Sicht auf die Menschenrechte. Sie sollten langsam zu praktischen Taten im eigenen Land übergehen. In den USA, so behauptet das Blatt, gäbe es rund 11.000 politische Gefangene. Hinzu kämen bis zu 3 Millionen Obdachlose, darunter 500.000 Kinder. Auch seien die Grenzzäune an der amerikanisch-mexikanischen Grenze höher als die Berliner Mauer. In der Sowjetunion hat die Parteiführung zum ersten Mal auch Kritik an der Außenpolitik der vergangenen Jahrzehnte geübt. In den gestern veröffentlichten Leitlinien für den Sonderparteitag im Juni heißt es, die sowjetische Außenpolitik sei hinter grundlegenden Wandlungen in der Welt hergehinkt. Militärische Aspekte seien überbewertet worden. In der Wochenzeitung Literaturnaja Gazeta waren schon am letzten Wochenende den sowjetischen Führern von Stalin bis Brezhnev Großmachtambitionen vorgeworfen worden. Im Streit um eine Umverteilung der Sozialhilfekosten hat der baden-württembergische Ministerpräsident Späth heute seine Gegenvorschläge zum Plan des niedersächsischen Regierungschefs Albrecht veröffentlicht. Unter anderem regt er an, dass Arbeitslose künftig ihre gesamte finanzielle Unterstützung von den Arbeitsämtern beziehen sollten. Die voraussichtliche Mehrbelastung der Ämter um rund 3 Milliarden Mark müsse der Bund erstatten. Ferner sollte ein Strukturfonds eingerichtet werden, der über einen Zeitraum von 10 Jahren hinweg vom Bund jährlich mit 2 Milliarden und von den Ländern mit 200 Millionen Mark gespeist werden sollte. Mit Späth sprach Christian Zimmermann. Wo soll der Bund das Geld hernehmen, um die Ansprüche, die jetzt durch die Verteilung und Neuverteilung erwachsen, bei der Rentenversicherung wie bei der Arbeitslosenversicherung, wo soll das Geld hernehmen? Der Bund wird keine andere Wahl haben, als diese Ausgaben genauso zu sehen wie beispielsweise die EG-Ausgaben. Und dann werden wir uns über den Umfang von möglichen Verbrauchsteuererhöhungen unterhalten müssen. Welchen Erfolg sehen Sie für Ihren Vorschlag? Ich sehe langfristig einen großen Erfolg für diesen Vorschlag. Es wird kurzfristig viele Debatten geben, es wird viele Ablehnungen geben, viel Kritik. Der erste Teil wird sich relativ bald ordnen. Und je problematischer sich zeigt, wie die Sozialhilfe sich entwickelt, je größere Bereitschaft wird sein, später auf diese Vorschläge wieder zurückzugreifen. Nach viel Ablehnung wird dann Stück für Stück der Weg gegangen. Die Teuerungsrate in der Bundesrepublik dürfte in diesem Monat die 1%-Marke überschreiten. Nach einer Vorausschätzung des Statistischen Bundesamtes liegen die Preise für die Lebenshaltung um 1,1% höher als im Mai vergangenen Jahres. Im März und April waren die Verbraucherpreise jeweils um 1% gestiegen. In Fulda wurde heute feierlich das erste rund 100 Kilometer lange Teilstück der künftigen Schnellbahnverbindung Hannover-Würzburg freigegeben. Der Vorstandsvorsitzende der Bundesbahn Gohlke und Verkehrsminister Warnke sprachen vom Einstieg in ein neues Eisenbahnzeitalter.
Die Gesamtstrecke soll 1991 fertig sein und dann eine erhebliche Zeitersparnis bringen. Das Teilstück Fulda-Würzburg wird von Sonntag an planmäßig befahren. Heute kamen zunächst die Eisenbahnfans zu ihrem Recht. Auf der neuen Strecke der Intercity Experimental und ein von einer klassischen Lokomotive gezogener Intercity-Zug. Sie wurden ein kurzes Stück begleitet von einem alten Trans-Europa-Express mit Dieselantrieb und einem Sonderzug mit einer Dampflok der Baureihe 50. Gegen die neue Strecke hat es erhebliche Proteste der Umweltschützer gegeben. Eine Zeitungsanzeige, in der Grüne gegen andere Grüne Front machen, hat innerhalb der alternativen Partei zu neuen Auseinandersetzungen geführt. Dabei geht es um den schon seit längerem schwelenden Konflikt über das Strafmaß für Vergewaltigung. Unter der Schlagzeile "Die grüne Bundestagsfraktion vertritt ihre Parteibasis nicht mehr" greifen Vorstandsmitglieder, mehrere Abgeordnete sowie Landes- und Kreisvorstände die Mehrheit in der Bonner Fraktion der Grünen scharf an. Sie habe ein einzigartiges Beispiel der Verletzung innerparteilicher Basisdemokratie gegeben. Realpolitiker wie Joschka Fischer sehen in der Veröffentlichung der Anzeige ein selbstmörderisches Verhalten. Der Abgeordnete Schily sprach von einem Zeugnis der absoluten Unfähigkeit des Parteivorstandes. Nordrhein-Westfalen geht neue Wege, um die Ursachen der zunehmenden Waldschäden zu erforschen. In einer Messstation bei Paderborn wurde heute die von Biochemikern entwickelte Methode vorgestellt. Vom Waldsterben betroffen sind immer noch stark die Kammlagen der Mittelgebirge. Während Nadelbäume wie Fichte und Kiefer leichte Erholungstendenzen aufweisen, hat sich der Zustand der Laubbäume verschlechtert. Die Messstation im Eggegebirge. Seit 1984 wird hier und an anderen Stellen in Nordrhein-Westfalen der kranke Wald erforscht. Zwar gibt es durch die Forschung in solchen Anlagen Einzelergebnisse. So konnten zum Beispiel Stoffwechselstörungen durch die Ozoneinwirkung bei Fichten festgestellt werden. Doch der entscheidende Durchbruch fehlt bisher. Deshalb will Nordrhein-Westfalen neue Wege gehen. Wie sieht der neue Forschungsansatz aus? Indem wir Anleihen bei der Humanmedizin nehmen und Enzym- und Hormondiagnostik übertragen auf die Waldschadensforschung. Wir versprechen uns von diesem neuen Forschungsansatz neue differenzierte Untersuchungsergebnisse, die uns helfen, durch entsprechende Maßnahmen noch gezielter als bisher zu handeln. Das kostet sehr viel Geld. Nordrhein-Westfalen ist bereit, massiv hineinzugehen, aber wir würden es begrüßen, wenn auch die anderen Bundesländer und die Bundesregierung bei diesem Forschungsschwerpunkt mitarbeiten würden. 5 Millionen Mark beträgt das Startkapital, mit dem unter anderem Biochemiker der Uni Köln verstärkt die Arbeit der Förster und Biologen übernehmen sollen. Die Wissenschaftler wollen zunächst untersuchen, welche Hormone und Enzyme bei der erkrankten Pflanze nicht mehr richtig funktionieren. So könnten Schädigungen erkannt werden, bevor sie am Baum zu sehen sind. Vor dem Hamburger Landgericht hat heute der Prozess um einen der größten ärztlichen Kunstfehlerskandale der Bundesrepublik begonnen. Angeklagt ist Ruprecht Bernbeck, der frühere Chefarzt der Orthopädie am Krankenhaus Hamburg-Barmbek. Ihm wird vorgeworfen, in 5 Fällen Patienten falsch behandelt und damit fahrlässige Körperverletzungen begangen zu haben. Blitzlichtgewitter heute Morgen zum Prozessauftakt für den Chefarzt AD, Professor Bernbeck. Er bescherte der Bundesrepublik den wohl teuersten Ärzteskandal und, so jedenfalls die Anklage, manchem seiner Patienten ein Leben an Krücken und im Rollstuhl. Dem ehemaligen Chef der Orthopädie am Krankenhaus Hamburg-Barmbek wird zur Last gelegt, nicht nach den Regeln der ärztlichen Kunst behandelt zu haben. Schlamperei, Fehldiagnosen, falsche Operationstechniken und mangelnde Nachbehandlung. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Auch für die vor dem Hamburger Landgericht seit heute zu verhandelnden 5 Fälle begann der Leidensweg hier im Operationssaal der Klinik. Auf 40 Quadratmetern wurde im Akkord operiert. Was sich im Barmbeker OP unter dem strengen Regiment des heute 71-Jährigen abspielte, das forderte im Wesentlichen bereits 1985 ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ans Licht. Da gab es massive Kritik, nicht nur am Klinikpersonal. Auch die Kontrollinstanz, die Gesundheitsbehörde, geriet unter Beschuss. Sie soll von den unhaltbaren Zuständen gewusst, aber nichts unternommen haben. Mehr als 240 ehemalige Bernbeck-Patienten haben seitdem eine Schadensersatzlawine ins Rollen gebracht. 13 Millionen Mark mussten die Stadt Hamburg und die Versicherung des Angeklagten bereits zahlen. Dass heute vor Gericht allerdings nur 5 Fälle zur Verhandlung kommen, liegt vor allem daran, dass sich viele Patienten zu spät zu einer Strafanzeige entschlossen, als die Verjährungsfristen bereits abgelaufen waren.
Thank you.